Hallo, ich bin von MyGusti und ich möchte euch in einem weiteren Frühlingstutorial zeigen, wie ihr Deko für eure Wohnung und für euren Garten herstellen könnt. Ich habe mir ein Windlicht ausgedacht aus Leder. Das sieht so aus. Wenn ihr dort ein Teelicht reinstellt, dann scheinen auch noch durch diese schönen Löcher hier Lichtstrahlen durch. Viel Spaß dabei! Für das Windlicht braucht ihr folgende Materialien. Einmal ein Rindslederstück, weil das ein wenig fester ist als zum Beispiel Ziegenleder oder so, was man so im Handel kriegt. Ich habe hier 30x30 cm, aber 20x20 würden auch reichen. Dann ein festes Metalllineal, möglichst vielleicht 50er oder ein 30er Lineal. Dann ein Cutter zum Schneiden. Eine Lochzange, die wir später in der kleinsten Einstellung nutzen werden. Dann ein Stift zum Anzeichnen für das Muster und der Punkte, an denen wir später nähen möchten. Und so ein Nähkit mit einem Bienenwachsstück, einem Baumwollfaden, der ungewachst ist, von 3 Metern und zwei Nähnadeln. Im ersten Schritt werden wir uns unsere Seitenteile zuschneiden. Dazu nehmen wir uns unser Lederstück und ich habe bei meinem Windlicht jeweils die Maße für das Grundquadrat, also worauf später das Teelicht stehen wird, in den Maßen 6x6 cm genommen. Deswegen brauchen wir also zuerst ein Quadrat von 6x6 cm. Wir brauchen zudem auch noch vier Seitenteile für unser Windlicht. Da wählte ich auch hier natürlich 6 cm an der Kante zu dem Quadrat und hoch ist unser Windlicht 7 cm. Also brauchen wir noch vier Stücken 6 x 7 cm. Diese Teile schneiden wir jetzt aus. Zum Schneiden nutzen wir eine Kante des Metalllineals und führen an dieser mit unserem Cutter eine gerade Linie durch. So können wir gerade Kanten schneiden. Nun haben wir unsere Seitenteile und unsere Grundfläche ausgeschnitten. Jetzt müssten wir diese noch lochen. Das heißt, immer da, wo diese Teile später zusammentreffen. Diese werden wir jetzt zusammenlegen und an der Kante lochen. Hier fehlt uns an dieser Seite noch eine Lochreihe. Also nehmen wir uns jetzt auch bei dem vierten Stück hier an der vierten Kante die Teile aufeinander, links auf links und lochen in der kleinsten Einstellung. Damit unsere Seitenteile mit der Grundfläche verbunden werden können, brauchen wir auch hier natürlich Löcher. Dann legen wir uns die Grundfläche links mit einem Seitenteil aufeinander und machen das auch mit den folgenden dann, sodass wir überall an jeder Kante, die wir nähen wollen, nachher Löcher vorgestanzt haben. Jetzt haben wir alle Seitenteile gelocht und können uns entscheiden, wie wir unser Lochmuster auf die Seitenteile bringen wollen. Ich habe mir hier so einen V-artigen Ausschnitt jeweils gewählt, habe mir dazu immer so ein V angezeichnet mit einem Bleistift und anhand dieser Linie immer die Löcher gezogen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr das wünscht. Ihr könnt aber natürlich auch ein ganz eigenes Motiv wählen und vielleicht eine Blume machen. Ja, irgendwas, was euch einfällt. Ich habe für mein Windlicht jetzt ein kreisrundes Motiv gewählt, damit es mir ein bisschen neuer und anders aussieht als das andere. Jetzt fehlen uns natürlich nur noch die Nähte. Wir wollen das zusammennähen, dazu benutzen wir den Faden. Den müssen wir jetzt wachsen mit dem Bienenwachsstück. Zum Wachsen des Fadens nehmt ihr den Faden komplett einmal so auseinander und führt den jeweils immer mit ein wenig Druck
mit dem Daumen auf dem Beanbag-Stück und dazwischen den Faden hier rüber. Dadurch wird der Faden dann gewachst und ist auch nicht mehr so ganz so fedrig. Ihr könnt nun entscheiden, ob ihr diesen 3 Meter Faden euch in handlichere 1,5 Meter Faden zerteilen wollt und zweimal ansetzen wollt. Oder ihr näht das mit dem kompletten 3 Meter Faden, zieht auf jeweils einer Seite immer eine der beiden Nadeln auf und dann beginnt ihr damit. Zum Nähen beginnt ihr an einer oberen Kante des Windlichtes. Dazu legt ihr die beiden Teile wieder komplett richtig aufeinander. Ihr seht ja, hier passt das super. Genau. Und dann zieht ihr euren Faden hier durch bis zur Mitte. Und habt jetzt ja immer einen Faden oben sozusagen und unten und beginnt damit dann den von oben wieder nach unten durchzuschieben und andersrum. So könnt ihr euer gesamtes Windlicht dann nähen. So. Das macht ihr jetzt an allen Kanten und dann nehmt ihr immer, wenn ihr jetzt hier unten, wenn ihr jetzt hier lang gegangen seid mit eurer Naht, dann nehmt ihr hier unten an dieser Kante dann euren Boden mit, näht diese Teile zusammen und dann geht das immer so weiter. Immer Kante, Boden, Kante, Kante wieder zurück, Boden, Kante hoch, Kante runter, Boden und so weiter, bis euer Windlicht fertig ist. Wenn alle Nähte fertig sind, sieht das so aus wie das ursprüngliche, was ich hatte. Ihr braucht nur noch ein Teelicht reinzustellen und könnt damit euren Tisch dekorieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Tutorial.